Ja, wie ihr es vielleicht mitgekriegt habt, aber Attack on Titan hat tatsächlich die finale Folge der finalen Chapter des finalen Parts der finalen Staffel nun endlich final heraus und damit die Geschichte zu Ende gebracht. Und nach diesem Finale war ich nun natürlich auch motiviert dazu, endlich eine finale Review zu diesem Anime, der vor ziemlich genau 10 Jahren begonnen hat, hier vorzustellen. Gut, aber damit genug lustig gemacht über die Namensgebung der letzten Staffel und Folgen, denn am Ende des Tages ist es ja nicht die Frage, wie eine Serie heißt, sondern ob sie etwas zu bieten hat. Und das wollen wir in dieser Review genauer herausfinden. Die Mauern schenken den Menschen eine 100 Jahre währende Zeit des Friedens. Und ließen sie sowohl das Grauen beherrscht zu werden, als auch die Demütigung gefangen zu sein vergessen. Okay, für all die Leute, die in den letzten 10 Jahren tatsächlich nichts von Attack on Titan gehört haben, gibt es hier eine ganz kurze Zusammenfassung. Auf der fiktiven Insel Paradis sehen sich die Menschen einer unvorstellbaren Bedrohung gegenüber, denn ihr Leben wird von riesigen, nackten Menschen bedroht, deren einziger Lebenssinn darin zu bestehen scheint, andere, normal große Menschen zu fressen. Doch damit nicht genug, denn diese Titanen, wie sie genannt werden, kommen nicht nur in verschiedenen Größen und verschiedenen Verhaltensweisen, was die Vorhersage ihres Verhaltens erschwert, sondern sie sind auch fast unsterblich, regenerieren sie alle möglichen Verletzungen doch mit ein wenig Zeit wieder. Nun gut, nicht ganz alle, denn Titanen können getötet werden, wenn eine ganz bestimmte Stelle, nämlich ihr Nacken, tödlich verwundet wird. Um sich vor den Titanen zu schützen, leben die Menschen daher innerhalb von Mauern, die hoch genug sind, dass die Titanen sie selbst nicht überqueren können. Doch eines Tages ändert sich das Leben des Hauptcharakters Eren Jäger und von dessen Freunden Mikasa und Armin, als ein neuer, noch größerer Titan auftaucht und die Mauer ihres Bezirks zerstört, was nicht nur Titanen erlaubt einzudringen, sondern am Ende auch zum Tod von Erens Mutter führt. Und um diese zu rächen, beschließt Eren nun, nur noch einem Ziel zu folgen, nämlich alle Titanen zu töten und so schließlich auch endlich die Möglichkeit zu haben, die Welt außerhalb der Mauer zu sehen. So viel dann erst einmal zur Prämisse. Ich will tatsächlich für all die, die wirklich noch gar keine Berührung mit der Serie gehabt haben, gar nicht viel mehr erzählen, denn ein guter Teil der gerade frühen Staffeln der Serie werden durch das Mysterium bestimmt. Das Mysterium darum, was die Titanen eigentlich sind und wo sie herkommen, oder auch das Mysterium darum, wie diese ganzen riesigen Mauern überhaupt errichtet worden sind. Und so viel muss man sagen, das ist durchaus gut umgesetzt worden, denn die Serie wirft einem gerade in den ersten beiden Staffeln immer wieder Puzzleteile zu, die man mit dem bereits Bekannten versuchen muss zusammenzuführen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Auflösung des Mysteriums innerhalb der letzten beiden Staffeln zwar teilweise durchaus zufriedenstellend ist, aber mich als Mysteriumsliebhaber auch immer wieder ein wenig enttäuscht zurückgelassen hat. Der Grund dafür ist, dass gerade ab der dritten Staffel immer mal wieder bestimmte Phänomene einfach durch neue Kräfte erklärt werden, für welche man vorher nur sehr bedingte Hinweise erhalten hat. Besonders problematisch war dies teilweise in späteren Kämpfen, auf die wir gleich noch etwas zu sprechen kommen, wo plötzlich neue Fähigkeiten eingeführt werden, um einem Charakter aus der Klemme zu helfen. Und das Problem zieht sich sogar bis in die letzte Folge hinein. Gleichzeitig gibt es auch einige Punkte, die als Mysterium präsentiert, aber dann nie so wirklich aufgelöst werden. Allen voran das teilweise unverständliche Verhalten Titanen mit einem konkreten Beispiel hier, dass sie scheinbar Energie aus dem Sonnenlicht ziehen, da sie sich in der Nacht nicht mehr bewegen können, was aber dann auch wieder nicht für alle gilt, wodurch die Frage entsteht, ob diese Schlussfolgerung falsch war und es einen komplett anderen Grund gibt, warum sich Titanen in der Nacht eigentlich nicht bewegen, der aber dann auch nie erklärt wird. Nun kann man sicher sagen, dass solche Details einfach dem Worldbuilding helfen. Titanen sind eine unverständliche Spezies und das ist eben nun mal eine Eigenschaft dieser. Das Problem ist bloß, dass die Serie dann aber auch wieder Details versucht als Twist darzustellen, nach denen eigentlich niemand gefragt hat. In einem Rückblick wird so beispielsweise enthüllt, warum die drei großen Mauern, die die Menschen vor den Titanen schützen sollen, gerade die Namen Rose, Maria und Sina erhalten haben. Etwas, das sich sicher niemand gefragt hat und was dann im Gegenzug nur wieder das Scheinwerferlicht auf Details wirft, die nicht erklärt werden oder deren Erklärung nicht so wirklich zu passen scheint. Stichwort hier für alle Kenner, königliche Blutlinie, auf die ich aber aus Spoilergründen auch nicht weiter eingehe. Doch trotz all dieser negativen Aspekte muss man klar sagen, dass das Mysterium eine lange Zeit durchaus unterhalten kann und viele der Enthüllungen auch durchaus zufriedenstellen. Es gibt nur eben ein paar, die nicht ganz so gut gelungen sind. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm, denn das Mysterium ist nicht der einzige Pfeiler, welcher die Story so interessant macht. Das zweite ist das bereits angesprochene Worldbuilding und auch wenn es da sicher, wie bereits erwähnt, ein paar Ungereimtheiten mit den späteren Enthüllungen gibt, so ist es gerade in den ersten Staffeln eine der großen Stärken der Serie, denn nichts, was ihr seht, fühlt sich unnötig oder unpassend an. Alles baut auf dieser Welt auf, die der Autor geschaffen hat. Nur ein paar Beispiele.
Wie bereits gesagt, können Titanen nur durch tödliche Wunden in den Nacken getötet werden, also haben die Menschen ein System entwickelt, das es ihnen erlaubt, an diese Stellen heranzukommen und sie zu verletzen, während sie den oftmals eher langsamen Titanen aus dem Weg gehen können. Oder auch die Tatsache, dass die Mauern kleine Ausstülpungen haben, in welchen Städte hineingebaut wurden. Grund hierfür ist die Tatsache, dass Titanen zu großen Menschenansammlungen gezogen werden und solche Ausstülpungen erlauben es den Menschen dann wiederum, die Titanen an bestimmte Orte zu ziehen, als dass sie sich um die gesamte Mauer verteilen, die die Menschen gar nicht überall besetzen könnten. Dann sind da noch so viele andere Dinge wie die Formation des Aufklärungstrupps, die designt wurde, um außerhalb der Mauern Titanen so gut es geht aus dem Weg zu gehen, da es hier keine Häuser gibt, an denen sie ihren 3D-Manöverapparat verwenden können. Und noch viele andere Dinge mehr, die nicht alle unbedingt erklärt werden, aber die man auch einfach im Hintergrund sieht, wie die Tatsache, dass es Fahrstühle für Pferde über die Mauer gibt. Die Details gerade in den ersten Staffeln sind enorm vielfältig, wodurch sich die Welt, die ja durchaus kreativ ist, schon bald nicht mehr fiktiv, sondern wie eine echt existierende Welt anfühlt. Der dritte Pfeiler der Geschichte sind dann schließlich die Charaktere, was man in der ersten Staffel vielleicht noch nicht ganz so nachvollziehen kann, was aber gerade mit den Staffeln 2, 3 und 4 immer mehr in den Vordergrund rückt. Nicht nur die Hauptfiguren, gerade auch die Nebenfiguren werden über die Zeit mehr und mehr entwickelt, sodass irgendwann jeder seinen eigenen Charakter hat, den man sofort wiedererkennen kann. Sicher gibt es auch Nebenfiguren, die ein wenig zu kurz kommen und die dann etwas zu früh für den Schockfaktor sterben, aber der zentrale Cast, der sich vor allem ab der Staffel 2 herausbildet, selbst die Antagonisten, haben nachvollziehbare Motivationen, was den Konflikt recht schnell von einem simplen Gut gegen Böse zu einer deutlich komplexeren Angelegenheit werden lässt. Und dass die Charaktere gut gelungen sind, merkt man auch immer wieder daran, dass neben den Kämpfen, die extrem gut animiert sind, es vor allem die Charaktermomente sind, die einem nach dem Schauen im Gedächtnis bleiben, wie beispielsweise diese Entscheidung hier, bei welchem sich die Charaktere entscheiden müssen, welchem Trupp sie sich anschließen wollen und in welcher Szene die Angst enorm gut repräsentiert wird. Zu guter Letzt ist dann da noch ein Pfeiler, der nicht so direkt in die Geschichte gehört, aber gerade den Anime zu einem großen Phänomen gemacht hat, und das ist die Adaption. Beginnend bei der Musik und dem Soundtrack, der ungemein gut gelungen ist, sind es nämlich vor allem die Animationen, die im Jahre 2013 dazu führten, dass so viele Leute den Anime ausprobiert hatten, war der Manga von einem künstlerischen Aspekt doch immer deutlich hinter anderen seiner Art. Doch es ist eben nicht nur der Fakt, dass die einzelnen Szenen gut animiert worden sind, sondern vor allem, dass das Animationsstudio verstanden hat, welche Möglichkeiten in der Serie bestehen und wie man bestimmte Gefühle übermitteln kann. Das geht bei der Art und Weise los, wie die Bewegung des 3D-Manöverapparats animiert wurden. Nicht nur ist es enorm flüssig und schnell, was die Geschwindigkeit unterstreicht, es unterstützt auch das Gefühl der Freiheit, welches das System auch den Charakteren in der Serie gibt, ist die Möglichkeit des Fliegens doch eine der grundlegendsten Arten, Freiheit zu symbolisieren. Doch da hört die gute Adaption nicht auf. Auch die Titanen selbst sind enorm gut in den Anime gebracht worden, hat man durch das Design der Gesichter doch eine Kombination aus lustig und furchteinflößend geschaffen. Sehen die Titanen auf weite Entfernung fast eher wie Parodien von Menschen aus, so sind es das schiefe Lächeln und der generell höhere Detailgrad der Gesichter, die diesen Wesen gerade aus der Nähe, wenn man nicht mehr zurückschlagen kann, einen gewissen Horrorfaktor geben. Und dann gibt es in der Serie natürlich auch noch Kämpfe zwischen den Titanen, wobei die Adaption es gut schafft, die Wucht und Masse dieser Wesen gut durch Animation zu übertragen. Zu guter Letzt kann die Adaption aber nicht nur durch den Look und Soundtrack überzeugen, sondern auch durch die Regie. Es gibt viele Szenen, bei denen enorm gut Spannung aufgebaut wird, nur damit danach alles in einem Moment explodiert, was diesen Effekt erschafft, dass man mit Spannung von der Geschichte eingefangen wird. Aber nicht nur das. Teilweise ist die Regie auch durchaus kreativ in ihrer Herangehensweise, wie zum Beispiel bei einer ganz gewissen Enthüllung in Staffel 2, deren Art man so sicher selten woanders sehen wird. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es bei der Adaption aber dann doch noch, und das ist nicht die Verwendung von CGI, die meiner Meinung nach zwar ab und an besser aussehen könnte, aber nie wirklich schlecht ist, sondern eher die Tatsache, dass das Animationsstudio ab der vierten Staffel gewechselt wurde. Und diesen Wechsel spürt man auch in der Interpretation der Adaption. Es ist nicht ganz so schlimm, da es zwischen der dritten und vierten Staffel einen gewissen Schnitt in der Story gibt, welcher durch diesen anderen Look sogar ein wenig unterstützt wird, es ist aber sicher eine Sache, die einem gerade beim Binge-Watchen auffallen kann. Und wo wir gerade dabei sind, ist es vielleicht auch noch ganz fair, wenn ich nach diesem recht großen Lob auch noch ein paar Punkte der Kritik anbringe. So kann man sicher sagen, dass gerade die erste Staffel einige Probleme mit dem Pacing hat, ist es an manchen Stellen viel zu schnell und an anderen wieder zu langsam. Das führt zu dem bereits angesprochenen Problem, dass manche Charaktere ein wenig zu schnell für den Schockfaktor getötet werden und dass manch andere Charaktere, die dann in Staffel 2 wichtiger werden sollen, hier komplett zu kurz kommen. Daher kann ich nur empfehlen, nach Staffel 1 die OVAs ebenfalls zu schauen, die dieses Problem ein wenig reduzieren. Fokussieren Sie sich doch vor allem auf die Nebencharaktere und erzählen Geschichten, die es nicht in den Anime geschafft haben.
Bei Staffel 3 muss man sagen, dass sie gerade am Anfang enorm verwirrend ist, kommt diese doch mit einer Menge neuer Details daher, die, wie ich bereits ansprach, auch teilweise ein wenig aus dem Nichts kommen. Und Staffel 4 hat dann wieder ein ähnliches Problem wie Staffel 1, führt es doch einen großen neuen Cast an Charakteren ein, deren Präsentation und Entwicklung dann ein wenig im Schnelldurchlauf abgearbeitet werden muss, da die Geschichte zu dem Zeitpunkt immerhin schon im letzten Drittel ist. Nimmt man dazu noch die Kritikpunkte, die ich bereits angesprochen habe, dann muss man sagen, dass da an einigen Stellen noch durchaus Luft nach oben ist. Aber das sollte euch nicht davon abhalten, der Serie mal eine Chance zu geben, denn meiner Meinung nach überwiegen die positiven Teile die negativen Aspekte der Serie bei weitem. Vor allem auch, weil die Serie mit der letzten Folge ein durchaus zufriedenstellendes Ende gefunden hat und dadurch sicher in die Reihen der ganz großen Anime aller Zeiten mit eingehen wird. Doch bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme, will ich hier ganz kurz noch eine Sache ansprechen. So habe ich ja jetzt eine Weile über Geschichte und auch in gewissem Maße Animation und Soundtrack gesprochen. Was aber bisher noch gar nicht zur Sprache kam, ist das Thema des Anime, welches nicht nur einen großen Aspekt der Serie einnimmt, sondern welches auch dazu beiträgt, dass ich die Serie empfehlen würde. Denn dieses Thema dreht sich um Freiheit und das in allen möglichen Bereichen. Das beginnt mit solch recht offensichtlichen Dingen wie der Tatsache, dass den Menschen ihre Freiheit durch die Titanen genommen wird, sie quasi in ihren Mauern in einer Art Vogelkäfig sitzen, weswegen Erens Ziel die Eliminierung aller Titanen ist, um sich auch seine Freiheit zurückzuholen, geht weiter über die bereits angesprochene Freiheit der Bewegung, welche der 3D-Manöverapparat erlaubt, der Freiheit wählen zu können, wie man überhaupt sterben möchte, bis hin zu mehr philosophischen Fragen. Beispielsweise die Frage nach dem freien Willen. Treffen wir unsere Entscheidung wirklich frei oder sind wir Sklaven unserer eigenen Erinnerung, der gesellschaftlichen Erwartung oder gar der Liebe, wie es am Ende noch einmal aufkommt? Dazu muss man sagen, dass diese Fragen nicht alle die Tiefe erreichen, die man sich vielleicht wünschen würde. Gerade die Abhängigkeit von den Erinnerungen wird mehrfach eingeworfen, aber dann irgendwann einfach wieder fallen gelassen. Wo der Anime aber tatsächlich in die Tiefe geht, ist bei der Frage danach, ob unsere Entscheidungen durch das Schicksal vorherbestimmt sind oder wir die freie Wahl haben, zu entscheiden. Denn nicht nur ist dieser Aspekt ein wichtiger Bestandteil eines der größten Twists der Serie, sondern es ist auch das Kernelement für die Interpretation des Endes des Anime. Und es sind am Ende gerade solche Themen, die eine Serie von einer guten zu einer großartigen machen. Wobei ich dabei auch nicht bestreiten will, dass dieser Aspekt, gerade der hier angesprochene Twist, ein Problem für die Charaktere mit sich bringt. Es ist nichts, was die Serie komplett kaputt macht, aber dieser Twist bewirkt, dass manche große Momente in der Geschichte durch das Wissen um diesen Twist im Rückblick oder auch einfach bei einem zweiten Schauen einen gewissen Impact verlieren, eben aufgrund der angesprochenen Interpretation. Auf der anderen Seite wird das aber durch die Art und Weise, wie dieser Twist in Szene gesetzt ist und vor allem welche Interpretation er und das Ende im Generellen erlaubt, bei einem ersten Schauen keine großen negativen Auswirkungen haben, wie ich denke, und ist damit im Großen und Ganzen eher eine Bereicherung für die Serie und damit auch ein weiterer Punkt, warum ich den Anime empfehlen würde. Harumi, omae ga itta toori, ore wa chiyu no tore da. Mit dem Abschluss der Serie Attack on Titan kann man nun sicher sagen, dass sich der Anime in die Reihe der ganz Großen einreiht, wie beispielsweise Fullmetal Alchemist Brotherhood, über die man auch über 10 oder gar 20 Jahre später noch reden wird. Es ist ein Anime, der nicht nur Anime-Schauern durch seine enorm hohe Animationsqualität enorm gefallen wird, sondern welcher sicher auch eine gute Wahl für die Leute ist, die noch nicht allzu viele oder gar keine Anime gesehen haben, wird man doch sehr schnell durch das gute Worldbuilding, das Mysterium, die Charaktere und eben auch die gelungene Adaption in die Welt gezogen und bis zum Ende unterhalten. Ja, die Serie ist sicher nicht perfekt, aber welche Serie ist das schon? Am Ende überwiegen einfach die positiven Aspekte, die auch mich 10 Jahre später immer wieder zur nächsten Folge zurückgezogen haben, und mit dem Thema der Freiheit erlaubt der Anime auch über den Plot hinaus ein paar Diskussionen, die die Langlebigkeit der Serie unterstützen. Und wenn ihr das wünscht, dann könnte ich mir vorstellen, auch ein Video zu einer thematischen Analyse eben jenes Hauptthemas, aber auch des Endes der Serie zu machen. In dem Falle dann aber sicherlich mit Spoilern. Wer es also noch nicht getan hat, der sollte der Serie bis dahin eine Chance geben. Mir war die Serie es mit dem gelungenen Ende tatsächlich sogar wert, sie auch physisch zu kaufen, was die wahrscheinlich größte Empfehlung ist, die ich aussprechen kann. Doch so weit müsst ihr ja nicht mal gehen. Streamen könnt ihr nämlich alle Staffeln und die OVAs auf Crunchyroll, wobei leider die erste Staffel aus welchem Grund auch immer nur in englischer Synchronisation und ohne deutsche Untertitel verfügbar ist. Dafür ist ab Staffel 2 die ganze Serie aber nicht nur in Japanisch mit deutschen Untertiteln, sondern sogar in deutscher Synchro vorhanden, welche, wie ich finde, auch gut gelungen ist. Und damit geht dieses Video und somit ja auch irgendwo eine Ära zu Ende. Und die Frage wird sein, ob und wann wir in diesem Jahrzehnt einen weiteren so einflussreichen Anime sehen werden. Gespannt darauf wäre ich jedenfalls.